Ich bin Schaurig, also herzlich willkommen zu einem neuen Horrorgame. Wir spielen jetzt The Cursed Tape von Just Tom Cook. Ein neues Spiel von diesem Entwickler, der auch YouTuber ist und von dem wir auch schon ein paar Spiele gespielt haben. Das Spiel wurde mir von Lucrecia geschenkt. Ich hoffe, ihr habt es richtig ausgesprochen. Lucrecia. Lucrecia Crescent. Ich kann leider kein Französisch. Sieht so französisch aus, der Name. Also vielen Dank dafür. Und ja, wir werden einfach reingeschmissen in das Spiel. Kein Menü, keine Einstellung, kein gar nichts, keine... Ich kann auch Escape drücken, da passiert halt nichts. Also ich kann noch nicht mal die Tastaturbelegung einsehen. Wir werden einfach in diese Wohnung geschmissen. Da sind ganz viele Post-its. Post-its. Ich weiß noch nicht mal, wie ich reinzoomen kann. Alles, was wir wissen, ist der Titel des Spiels. Und der besagt, dass es ein verfluchtes Videoband gibt. Ja? The Ring lässt grüßen. Wir haben scheinbar mitten in der Nacht. Das, oder vielleicht auch Audiokassette. Tape kann ja auch Audiokassette sein. Also da ist auch ein Tape. Oh, was liegt da am Boden? Da liegt was am Boden. Das sind Dose, Taschenlampe. Da ist aber auch ein Fernseher. Okay. Mein Gott, die Soundkulisse. Was steht denn da? I love my wife, but my girlfriend hates her. I don't know how to figure it out. I should find a way. Okay, kleine Beziehungsprobleme möglicherweise. Probleme mit Fastfood und Alkohol. Die Wäsche läuft, das ist der wahre Horror. Das heißt, sie muss gleich aufgehangen werden. Mehr Fastfood. Warum nicht aufgegessen? Die Dinger scheinen überall zu sein, diese Sticky Notes. Mal gucken, ob sie auch überall das Gleiche da steht. Oh gut, wir pumpen. Wir Pumper hier, hä? Sehr gut. Okay. I buy a car and keep saying to yourself till you buy one. Das sind irgendwelche komischen Notes alles. Doctor Appointment, also beim Arzt 4:30. Sind wir vielleicht vergesslich? Irgendwie? Weil wir uns überall diese Notes hinmachen? Überall? Buy a car. Immer wieder dieselben. Okay, kauf den Auto. I love my wife. Ist wahrscheinlich nicht wirklich aussagekräftig, aber soll, glaube ich, heißen... Oh, hier ein Boxsack. Soll, glaube ich, heißen, dass wir vergesslich sind. Okay, schauen wir mal beim Fernseher. Kommen wir da irgendwie hin? Ist ein bisschen dunkel hier. Tapes auf jeden Fall vorhanden. 2:46 Uhr. Pausiert. Keine Ahnung. Ah, die Socken auf dem Boden. Interessante Geräuschkulisse hier auch soweit. Okay. Jemand. Oh. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Oh, ich habe es aufgenommen. Es leuchtete so. Oh, ich habe es in der Hand. Ja, okay. Da sieht man es. Ich habe es beendet. Okay, da bin ich wieder. Scheinbar sind wir noch im Menü. Kann das sein? Kann das sein, dass wir noch im Menü sind? Gibt es hier irgendwo Settings? Vielleicht starten wir damit das Spiel erst. Oh mein Gott! Warte, ich muss nochmal hier hin. Ich muss das nochmal antriggern mit dem Tape. Wahnsinn! Okay, ich habe es.
Da verlässt man das Spiel einfach. Auf Play. Okay. Das war das Menü. Oh, oh, ist wirklich toll. Hallo? Okay, okay, oh, oh. Oh, wait, okay, ich bin irgendwie in einem Käfig jetzt eingesperrt. Hier ist ein Seil, okay. Vielleicht können wir hier irgendwie raus oder müssen irgendwas nehmen. Hier sind Mülltüten. Okay, über mir vielleicht irgendwas. Oh, oh, hier. Oh. Alles klar. Das sieht doch gut aus. Alles klar. It's a door in the basement vibes. Also ich weiß nicht, warum ich hier bin in diesem... Ja, was ist das? Tunnelsystem. Hallöchen! Oh, ist ja dunkel. Geht's überall weiter? Warte mal, ich guck nur mal da hinten. Das sah ja mal eher nach dem Ausgang aus, aber es könnte natürlich auch ein Trick sein. Schwer sein. Einfach nur ins Dunkle gehen. So, irgendwie, da war ja nichts. Da hinten ging es eventuell weiter, aber hier auch. Egal. Rechts oder links. Kommen wir immer wieder hier hin, wie es scheint. Oh mein Gott. Kabel. Warte mal, ist da eine Tür? Nein, was denn hier? Das sieht gefährlich aus. Elektroschocks, Stromleitungen, Spannungen. Ja, darf man nur als Mitarbeiter rein? Mitarbeiter von was? Okay. Was ist hier? Kann ich springen? Ich kann springen. Da hilft mir jetzt gerade auch nicht weiter hier. Ja, da lang. Ah ja. Treppchen rauf. Irgendwas, was wir hier gebrauchen können? Wie wächst jede Pflanze? Der Survival-Chuck ist das. Oh, hier riecht's nicht gut. Oh, ja. Chuck hat genossen. Okay, gehen wir mal hier hoch. Hat ja irgendwie Fenster zu geben, aber wo führen die hin? Gefährlich aus hier. Geräusche sind schon übel. Was
scheint Wasser zu sein. Abwasserkanäle. Da hinten ging es doch auch noch weiter. Kann man da wieder runter? Oh Gott, das ist ein richtiges Labyrinth. Hier. Können wir drüber springen? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Okay, wir müssen da hoch. Ist merkwürdig mit dem Springen. Man hat nicht wirklich das Gefühl, man springt, sondern man zappelt nur ein bisschen drum. Ob man da wirklich springen kann? Ich weiß es nicht. So, da geht's potenziell auch noch irgendwie hoch. Hier sind doch mehr Käfige. Okay, da geht's nicht wirklich lang. Wenigstens habe ich eine Taschenlampe, du. Oh. Servus. Hast du nicht eine Axt für mich? Darf ich mal gucken? Ja, mal nicht. Da geht's vielleicht doch unten. Denn dann hierher? Okay, das ergibt nicht wirklich Sinn. Versuchen wir es nochmal unten. So, warte mal, da bin ich hergekommen. Ah, da hinten ging es auch noch lang. Genau, hier ging es noch lang. Gott, das ist ja wie ein Infra. Hallo! Nur ein bisschen gruseliger. Die Stimmung ist schon übel. Oh. Dich haben wir doch gesucht hier. Lass mal sehen. Alles klar. Ganz vorsichtig. Ja. Durchkommen wir aber nicht. Hallo? Gut, damit also zurück. Du bleibst ja schön liegen, ne? Also, sie hat sich einer richtig ausgetobt hier unten. So richtig Party gemacht hat er hier. Genau. Genau das meinte ich. So, wir müssen hier runter wieder. Sofern ich mich richtig erinnere. Dann wieder hier hoch. Schon alles andere als geräuscharm hier. Warte mal. Bin ich hier richtig? Glaube nicht. Ich gehe aber trotzdem mal hier lang. Ah doch, guck mal. Sollen wir ihm mal hinterher schleichen? Dem Pfeifer? Schweini, Schweini. Oh! Nur eine Puppe, hä? Ist nur eine Puppe. Oh, hier können wir... Wieso habe ich das erwartet? Okay, ich wollte eigentlich da hinten gucken, aber hier sind wir scheinbar richtig. Ha!
Ich weiß nicht, wie er da hingekommen ist, aber ich... viele Schalter. Mein Gott. Sieht kompliziert aus. Na gut. Schalten und walten. So, einmal Kopf streicheln, alles klar. Gott, bist du ekelhaft. Ciao. Jetzt klettert er woanders rum und will mich wieder erschrecken. Können wir hier hoch? Ich will hier da hochgehen. Gift. Giftig. Oh, lass den Vivo-Vibes hier. Hallo? Küsschen. Ach, eine Umarmung. Komm, warum nicht? Wir sind doch alle Freunde hier unten. Naja, ich Hunger. Ja, zu. Okay, ich brauche einen Schlüssel, schätze ich, hä? Wo ist denn mein Freund? Der klappert doch mit dem Schlüssel, oder? Oder sehe ich das falsch? Hier klappert doch was. Dank dir. Alles klar. Psst. Ach komm, noch eine Umarmung. Warum nicht? Ja, wir sind ja... Oh. Küsschen, okay. Applaus, Applaus, vielen Dank. Ja. Bravo. Mann, der hat's aber eilig, hier reinzukommen. Mann, Mann, Mann. So ungeduldig und jetzt ist er weg. So, mach's gut, ne? Ciao. Immer noch da. Oh, gut. Oh. Fireman, Alter. Ah, guck mal hier. Was haben wir denn hier? Können wir da irgendwie durch? Ist die kleine Naschkatze, okay. Ich komm mal zu dir. Ich versuch's zumindest. Guter Hinweis ist ja immer, den Geräuschen zu folgen. Aber momentan ist es hier so ein Geräusch-Overload. Gut, Treppe rauf. Ach! Mein Pfeifer ist wieder da. Can you blow my whistle? Küsschen! Okay. Ich versteck mich hier und du suchst mich.
weiter. Ja! Ach da, hier. Hier? Sag nicht, ich brauche wieder einen Schlüssel, ey. Ah ja. Kerzen auspusten mit der rechten Maustaste. Soll ich da lagen? Okay. Guck mal, wo die Schreie herkommen. Wo hier hinten? So, ihr müsst hier durch. Hier kommt der Kerzenausblaser. Oh, Pinsel. Ganz viele. Ach Gott, ey. Left Control. Ah ja, sehr schön. Das haben wir ja schon rausgefunden. Ich will dich ja echt von deinem Leiden erlösen. Oh. Ey. Oh. Oh, ja, ja, ja. Nag du mal weiter die Knochen ab. Hast du gut gemacht. High five. Alles klar. Oh. Mann, 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 Mann. Ich weiß nicht, muss ich da... Da hinten leuchtet so ein bisschen. Versuch mal da in die Richtung zu gehen. Aber es ist wirklich dunkel hier. Oh, Auto! Sind wir draußen? Sind wir draußen? Okay. Hier könnte es reingehen. Ich gucke aber mal eben hier. Ah ne, geht nicht weiter. Okay, okay, okay. Ich gehe mal da rein, ne? Klang gerade so, als ob jemand seinen Schlüssel verloren hätte. Oh, was haben wir denn hier? Entweder müssen wir jetzt da runter oder hier rein. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube aber schon, dass hier lang geht. Gut aus.
sehr viel Werkzeug und so. Von der alten Kanalisation in die alte Fabrikhalle. Oder leuchtet was? Das könnte unser Weg sein, tatsächlich. Tonnenfeuer? Ist wieder ein Tonnenfeuer? Ach, jetzt sag nicht, wir brauchen einen Korot. Da oben? Vierstelligen Code, irgendwie da oben. Wir springen es nicht. Springen ist nicht. Runter geht's nicht. Ist das der Joker? Gehen wir mal zurück. Alle sind sie da. Alle. Ah ja. Schwarzlicht. Eins plus eins gleich. UV, Leuchtstab, 1 plus 1 gleich Fragezeichen. Und dann der Code. Müssen wir sie zusammen addieren? Und dann eingeben. Mit dem UV-Licht. Codes finden. Okay. Schauen wir mal. Ah, in alle Richtungen. Okay. Aber addieren oder was? Ah ja. Glück gehabt. Gut ausgewichen. Okay, was haben wir denn hier? Soll das ein Witz sein? Erstens. 100 minus 59 mal 2. Gott, ey. 100 minus 59 mal 2. Das sind 82. Ich schreibe mir das einfach mal so auf. Okay. Gut. Dann schauen wir jetzt mal hier. Ja. Oh, hier geht's sowieso runter, ne? Dann guck ich erstmal beim anderen. Dann gehen wir erstmal da lang. Bin ich da nicht hergekommen? Bin ich doch hergekommen? Ok.
Okay, gehe ich einfach mal weiter. Also vielleicht, vielleicht finde ich ja noch was. Ich glaube, wir sollen die Zahlen addieren, ne? Mal ging es da auch noch her? Ich gehe erstmal hier runter. Scheiße. 60 plus 9. Minus 20. 60 plus 9 minus 20. 1 plus 2 sind 3, also mal 3. Sind 147. Okay. Das ist 3. Dritte Position. Da können wir auch noch lang. Zweite Position. Zweite Position. Oh, Platz hier. Oh, zwei. Einmal zwei sind zwei, mal zwei sind vier. Richtig? Einmal zwei. Zweimal zwei sind vier. Vier. 82 plus 4 plus 174. Okay. Gibt's hier noch einen Code? Müssten wir die mal nehmen? Die Zahlen? Wir brauchen einen vierstelligen Code. Vierstellig, ne? Das wären dann 82 mal 4 mal 147. 82 mal 4 mal 147. Das ist zu viel. 82 plus 4 plus 147. Das wären 233. Oder 02. 0233. Wir müssen mal die Anleitung angucken. Ja, so kann man ein Spiel auch immer strecken. Vor allem, wenn man noch nicht mal rennen kann. So, da waren wir, da waren wir, da waren wir. Lass nochmal die Anleitung gucken. 1 plus 1 gleich. Oder einfach hintereinander schreiben, das geht ja auch nicht. 8, 2, 4, 1, 4, 7. Wie kriegen wir da den vierstelligen Code raus? Gucken wir nochmal die erste Aufgabe an, aber eigentlich war das ziemlich clear, oder?
gibt es ja auch nicht mehr Aufgaben. 1, 2, 3. Vielleicht gibt es noch eine vierte. Dass man dann nochmal die Quersumme nimmt oder irgendwie sowas. Oder hinzufügt. Warte mal. Ah, vielleicht muss man die auch 1 plus 1. Vielleicht muss man die Zahlen nochmal ausrechnen. Also das wären dann 1, 0, 4. Das passt auch nicht. 8 plus 2 sind 10. Erste Zahl. 100 minus 59. 41 mal 2 sind 82. Gleich Fragezeichen. Okay, erstens, zweitens, drittens. So, mehr Zahlen gibt es doch hier nicht. Das war erstens, zweitens, drittens. So, da kommen wir zurück und hier kommen wir wieder runter, oder? So, da geht's nur da runter. Einmal zwei sind zwei und drei minus eins sind zwei, also zweimal zwei sind vier. Vier muss richtig sein. So, und der dritte Wert? Alles. 60 plus 9 sind 69. Minus 20 sind 49. 49 mal 2. Das ist richtig 60. Ich mache das nochmal. Also 60 plus 9 minus 20. Ach nee, mal 3. 1 plus 2 mal 3. 147. Also 82, 4, 147. Gut, also und müssen wir, wenn wir die jetzt zusammenrechnen, 1 plus 1 gleich. Also wenn wir die jetzt zusammenrechnen. Da kann ich längere Codes als vierstellige eingeben. Zwei, vier, eins. Nee, geht nicht. Vierstellig. Wenn wir die also zusammenrechnen. 82 plus 4 plus 147 geht aber auch nicht. Zwei, drei, drei. Ist auch nicht. 10, 1, 0, 4, 5 und 12. 14, 12? Kommen Sie ja schon wieder verarscht vor. 82, 4 und 147. Wie kriegen wir das vierstellig? Eins, vier, eins, zwei.
Nee, ich verstehe es nicht. Code eingeben. Kann nur vierstellig sein. Es sei denn, es gibt noch eine vierte Aufgabe. Aber die habe ich ja nicht gefunden hier. Oder hier vielleicht noch irgendwo? Das lockt uns definitiv darunter. Da muss es doch noch vier irgendwo geben. Aber hier sind 1, 2 und 3. Wo ist der vierte Teil dann? Hier sitzt keiner mehr. Mehr gibt's hier unten nicht. Ach, 1 plus 1 sind 2. Vielleicht war das der erste Teil des Codes. Vielleicht 2. Und dann immer die Quersumme davon, von den Ergebnissen. 2, 1, 4, 3. Keine Ahnung. Aber bevor ich jetzt hier rumhimmel, gucke ich mal nach. Also ich habe keine Ahnung. Also das ist die richtige Code soll sein. 8249. 8249. Aber Moment. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das heißt, das letzte Ergebnis von Nummer 3 müsste 9 sein. Was habe ich denn da gerechnet? Das will ich jetzt nochmal nachprüfen hier. Wieso ist das 9, wenn dieser Code richtig ist? Sechzig plus neun minus zwanzig. Bin ich denn doof? 60 plus 9 minus 20, 49. Und 1 plus 2 sind 3 mal 3. Ich verstehe nicht, wie man da auf 9 kommen soll, wenn das dann richtig ist. Vielleicht ist ja ein Mathe-Experte unter euch. Aber soweit ich mich erinnere, wenn du eine Klammer hast und da steht kein Zeichen, das ist ein Mal. Und du rechnest Klammer zuerst, also 1 plus 2. Das müsste 147 sein. Ja, versuchen wir es erstmal. Wenn das ist, dann weiß ich nicht, wie man da auf die 9 kommt beim letzten Point. Könnt ihr ja mal gerne schreiben. Also 8, 2, 4, 9. Tja, also es ist die 9. Wieso 9? Wieso 9? Also ohne Internet wäre es jetzt komplett aufgeschmissen hier. Was, waren wir im Keller von einer Irrenanstalt oder was?
für den Arm. Schön. Das Spielzimmer. Da ist eine Note. Erstens, drei Puppen in die richtige Reihenfolge bringen. Und dann geht eine Tür auf. Okay, ich glaube, der gehört dazu, oder? Nein? Ah, die muss ich da hinsetzen. Okay. Wie finde ich denn jetzt ihre... Alter, ist das doch hier? Nee. Du! Auch nicht. Was ist denn hier die richtige Puppe? Du? Du bist auch nicht die Richtige. Liegt da noch einer? Hä? Hä? Also der mit den Haaren, der mit einem Auge und der mit dem dicken Bauch. Die muss ich finden und hier hinsetzen. Aber wo? Du bist der mit dem dicken Bauch, oder nicht? Den kann ich nicht nehmen. Oh, oh hier, ah, guck mal. Da haben wir einen. Okay. Dann sind die hier noch irgendwo. Ach, guck mal hier. Hier ist der nächste. Und jetzt brauchen wir noch eine. Wahrscheinlich noch irgendwo. Irgendwo versteckt hier. Ja, wahrscheinlich im Eingang. Würde mich doch wundern, wenn es nicht hier irgendwo versteckt wäre. Da. Okay. Warum ist die Tür schon wieder auf? Ein Geheimgang. Oh. Der ganze Männerclub, der ist schon wieder da. Oh, kein Tape. Okay. Tape. Tape, wo rein? Die hinlegen. Oh! Ah, ich muss es durch die Tür schieben. Das ist ja cool. Created by Just Tom Cook. Oh, okay. Das war's. Das war's schon wieder.
Alles klar, das, okay. Ah, ist quasi wie ein Loop-Game. Also jetzt würde man wieder hier landen. Alles klar. Ah, okay, gut. Dann haben wir das ja quasi durch. Ja, das war The Cursed Tape von Just Tom Cook. Vielen Dank fürs Zusehen. Es war auf jeden Fall ein Erlebnis, vor allem mathematischer Natur. Warum da jetzt 9 rauskommen soll, keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich muss mir das gleich auf Video nochmal angucken, aber wie man da auf die 9 kommt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Naja, wie gesagt, vielleicht ist ja ein Mathematikprofessor unter euch und kann das erklären, wo da mein Denkfehler ist. Vielleicht ist alles, was ich weiß, auch falsch, aber den Rest habe ich auch so gerechnet mit den Klammern und dem Mal. Also von daher, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja eine Erklärung irgendwo. Okay, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.